Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf dem Faulen See in Schwerin zur Schülermeisterschaft im Rahmen des Drachenboot-Festival. Bei mir ist nun Cyrus Sabri, richtig? Cyrus Sabri, für die Veranstaltung hier, der mir jetzt gleich mal erklären wird, was genau hier gerade passiert. Also, oh, Entschuldigung, wir haben heute hier ein Drachenbootrennen der Schülermeisterschaften. Das findet den ganzen Tag statt und und die kämpfen hier und haben unterschiedliche Finalläufe zwischendurch und am Ende gibt es dann die Siegerehrung jeweils. Also wie man hört, habe ich die erste Siegerehrung auch schon hinter mir. Super Stimmung hier. Ja, sieht man, es ist eine Menge los hier. Momentan sehen wir im Hintergrund gerade einen Lauf. Was ist das gerade für ein Lauf? Wer läuft da? Das muss ein Finallauf der oberen Klassen sein. Welcher genau das ist, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich keinen Plan dabei. Oberen Klassen sagen Sie, also fahren hier mehrere Klassen. Wer ist hier heute mitgefahren, beziehungsweise wer fährt noch? Also dritte und vierte Klassen sind als Gruppe zugelassen, dann fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte und dann die Oberstufe und Lehrer auch noch. Lehrer, das hört sich spannend an. Wer von den Lehrern fährt dann? Sind Sie schon gefahren? Ich bin ja kein Lehrer, aber ich bin auch noch nicht gefahren. Aber das sind Lehrer hier aus den umliegenden Schulen, die auch daran teilnehmen. Das sind ja mehrere Schulen, die sich da sehr engagieren beim Drachenbootsport und da sind auch die Lehrer unterwegs. Welche Schulen sind das? Das ist auch wieder eine ganz lange Liste. Ja, aus Schwerin und Umland sind ganz viele Schulen dabei. Die Waldorfschule, das Sportgymnasium aus Schwerin, dann die Ori-Schule und viele andere. Wie viele Schulen sind insgesamt hier? Das weiß ich auch nicht genau. Das müssten aber so um die 15 Schulen sein. 15 Schulen, das ist eine Menge. Wie kam man überhaupt auf die Idee, eine Schülermeisterschaft auszurichten? Weil jetzt am Wochenende ist ja Drachenboot-Festival mit den richtigen Sportdrachenfahrern. Ja. Wie kann man darauf die Schule mit einzubinden? Das ist natürlich eine Bindung der Jugendlichen an diesen Sport bereits. Also man macht damit den Sport sehr populär für die Jugendlichen, die ja daran rangeführt werden. Und das sind dann die Sportler von morgen. Das klingt sehr überzeugend. Was passiert denn jetzt am Wochenende im Laufe des Drachenfestivals noch? Also heute sind ja wie gesagt die Schülermeisterschaften am Freitag, Samstag und Sonntag sind die Erwachsenen dann dran. Unter anderem gibt es ja noch diesen sehr berühmten 2000 Meter Lauf, Entschuldigung. Der geht dann einmal hier um den ganzen faulen Teich rum und dann ist es auch ein Rennen, wo man überholen darf, wo man sich selbst dann bei der Wende dann ausstechen kann. Da geht es schon heiß her. Das wievielte Drachenboot-Festival ist das in Schwerin? Das wievielte das ist, weiß ich nicht. Wir von Enjoy sind jetzt zum 7. Mal dabei. Für mich persönlich ist es das 5. bereits. Ich denke, es gibt schon ein bisschen länger. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview und hoffe, Sie haben viel Spaß beim Drachenboot in Schwerin. Nimm mal die Hände nach oben, dann dunstet es ein bisschen ab hier unten. So, und jetzt zur Musik, bitte einmal hüpfen. Hey, 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 Schwerin, seid bei mir. Party people in the house. Das ist eine Siege, kein Begräbnis. Willkommen zur Siegerehrung Klassenstufe 7-8. Für die Plätze 6 bis 4 bitten wir den Teamkapitän nach vorne. Plätze 3 bis 1, dann das gesamte Team. Und die lassen wir dann als gesamtes Team auch nochmal hochleben. Klassenstufe 7-8, Platz 6. Von der Siemens-Schule kommen die Wassergangster mit einer Zeit von 1:17:92. Wo ist wenigstens ein Gangster? Siemens-Schule, Wassergangster, wo seid ihr? Seid ihr einfach nicht mehr da? Wassergangster, Teamkapitän oder ein Vertreter, wenn der Teamkapitän schon weg ist, bitte nach vorne. Jawohl, jetzt einmal hier nach oben. Jawohl, und Jubel. Glückwunsch zu Platz 6. Und es geht weiter mit Platz 5. Ja, Platz 5 geht an das Goethe-Gymnasium, die Dragon Hunters. Ja, von denen bitte einen Vertreter nach vorne schicken. Ist egal wer.
einfach auf die Bühne kommen. Dankeschön. Ja, einmal hoch den Pokal noch. Komm, so viel Zeit muss sein. Jawohl. Und wir kommen zu Platz 4. Die Neumüller-Schule, Shark District, 1,1966, reicht für Platz 4 in diesem Fall. Herzlichen Glückwunsch. Und jawohl. Und hätte eigentlich gleich schon da bleiben können, denn die Neumüller-Schule hat auch Platz Nummer 3 erwischt, nämlich das Apfelboot. Das ganze Apfelboot wieder antreten. Sportgymnasium Schwerin. Und bitte wieder das ganze Team nach oben. Vertreter bitte hier zu uns, das Baum 1,1228 von der Freien Waldorfschule. Schöne Grüße an den Deutschlehrer.